Wieder ist es RimWorld-Zeit. Ja, die Kolonie gedeiht, blüht auf. Ach, was kann man nicht ehrlich sagen, ne? Das ist auf jeden Fall richtig gut. Das Einzige, was nervt, ist das Schlafen. Kann ich die eigentlich irgendwem zuweisen, vielleicht, die Jacke? Nee. Kartoffel ist erfroren. Ja, ist natürlich mega gut, denn hier ist jetzt scheiße kalt geworden. Ja, wir kriegen das schon hin. Aber 151 Kartoffeln habe ich retten können. Und da kann man auf jeden Fall ein bisschen Futter draus machen. Oh nein, jetzt sterben auch die ganzen Bäume ab. Nein! Was hast du eigentlich an? Hast du was Warmes an? Parker. Bis minus 46 Grad. Ah, Pillepalle. Wie viel hat der Bowman? Minus 14. Das wird schon. Das ist jetzt nicht so viel Kälte, ist minus 16. Naja, wird es überleben. Genau, sammeln wir das ganze Holz ein. Wer ist denn da? Ja, der Trigger wieder. Er ist einfach, weil er ist ein zu krasser Emo. Gibt einfach. Kann man nichts machen. So, warte mal, Waldarbeit ist für euch Prio. Ne, ist Prio 2 und danach ist Transport Prio 2. Genau. Dass sie den ganzen Mist auch wegtragen, wenn sie ihn schon weggehackt haben. Was, Trigger? Das ist dein Ernst, dass du da hochlatscht? Wahnsinn. Da fällt mir nichts mehr ein. So, jetzt räumt man hier. Oh, meine Lagerzone ist fast voll. Ach, die wird wahrscheinlich gleich wieder leer gehen. Ah ja, gut, da passt noch einiges rein. Kling! Saukalt ist es draußen, ne? Aber hier drin ist warm, könnt euch aufwärmen. Genau. Die leckeren Mahlzeiten, Lebensmittelvergiftungsmahlzeiten. So, ich hoffe, dass mit dem Holz, was ich jetzt hier gehackt habe, dass ich da die Kolonie fertig bauen kann. Ah, es dürften fast 2000 sein. Ah, das sind über 2000, weit über 2000. Moment, schon auf 1,8 und hier liegen noch massig rum. Ja, ja. Er sollte mal einen Snickers essen. So schaut's aus. Komm schon. Ich weiß eigentlich, dass ich aus dem Truthahn geworden und nicht töten wollte. Draußen hat es minus 20 Grad, hier drin hat es schön schnucklige 19. Aber die Heizung läuft auch auf voller Kanne. Voll aufgedreht. Geht spazieren, klar, bei minus 20 Grad kann man ja mal spazieren gehen. Logisch. Ganz logisch. Ja, Trigger geht wieder rum. Was ist denn sein Kältelimit? 0 Grad. Oh. Der wird sich nicht freuen. Wenn ich Pech habe, kriegt er Schaden und erfriert. Er friert. Also er friert bestimmt. Wow. 2500 Holz. Nicht schlecht. Auf jeden Fall was. Oh, kann die Kältewelle mal aufhören? Kann ich die Lernhilfe ausschalten?
Verstanden. 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 So, jetzt nochmal. Ach, da ist noch Stahl. Nee, auf den Stahl scheiße ich jetzt. Der ist mir jetzt egal. So, bitte wieder. Automatische Priorität und die Kolonie fertig bauen. Danke. Hat sich da schon Heizung platziert? Hier hätte ich keine Heizung. Doch, da ist die Heizung. Ein bisschen off. Ja, Tortoise. Du bist echt ein Zuwachs. Finde ich gut, super. Gefällt mir. Und Trigger, wenn du jetzt nicht bald mal wieder raussnappst, ja, dann wird es mit dir da niedergehen. Ja, wenn ich Glück habe, läuft er irgendwann mal durch die warmen Zimmer. Hypothermie, ja. Lauf halt mal irgendwo hin, wo es warm ist. Ah, ich schätze, dass der Trigger nicht mehr lang machen wird. Einmal der Tortoise. Ich kann doch auch ein bisschen schießen, ne? Ja. Der kann sich dann nämlich mal die MP hier schnappen. Genau. Ja, Trigger, geh rein, geh rein! Ha. Oh, er hat eine Erfrierung. Ja, lauf durch die Gefrierkammer. Aber da ist er jetzt wenigstens ab und zu mal kurz im Warmen. Dann kann er sich ein bisschen aufwärmen. Okay. Und hier draußen ist er jetzt auch mit minus 18 Grad nicht mehr so kalt. Ja. Und so ein bisschen The Long Dark mäßig, wie der abgeht. Was macht eigentlich der Bowman? Ach, der kocht. Okay, gut. Das geht nicht. Aber es ist sinnvoller, genau, die zu schlachten und das Fleisch mit den Kartoffeln mitzuverwenden. Aber ja, das kriegt er anscheinend nicht hin. Ist ja zu doof dafür, dass er mehr als eine Zutat verwendet. Das ist ein Depp. Naja, mach wie du denkst. Oder sehe ich, dass der erste Raum schon fertig ist? Tortoise. Uhu. Ja, sobald dann da auch Licht drin ist. Ja, Trigger ist wieder da. Hallo, Trigger. Ich würde dir echt gerne... Oh. So. Genau, leg dich hin, Trigger. So, dann können wir den Raum hier eigentlich wieder beheizen. Und dann darf der Tortoise den benutzen. So, jetzt sehe ich nämlich auch, dass hier noch auf jeden Fall ein bisschen was fehlt. Also so lichttechnisch. Auf jeden Fall noch eine zweite, eine dritte Lampe. Oh, eine Wundinfektion. Ja, der wird gleich behandelt. Ja, Tortoise, das hast du dir jetzt echt selber zuzuschreiben, ne? Kate Everett ist vorbei. Wow. Finally. Naja, isst so viel du willst. Aber so viel haben wir gar nicht, ne? Dann vielleicht nochmal. Wo waren denn diese Muffe los? Die sind natürlich jetzt weg. Bär. Ui, was bist du denn? Ein Riesenfaultier. War klar, dass die Muffalos jetzt weg sind. Eine Vorratskapsel. Boah, die ist direkt bei mir abgeschmiert, geil. Trockenfutter.
Was ist denn Trockenfutter? Für Tiere. Scheiße. Brauche ich denn Futter für Menschen? Hier auch die Heizung und sowas steht, können die auch die neuen Räume hier beziehen. Ah, da steht die Heizung, sehr gut. Dann wird das hier der Trigger. So, jetzt kannst du dich echt nicht mehr beschweren, du Affe. Ja! So, und der letzte ist dann der Bowman. Genau, dann können wir die ganzen Mist hier nämlich abreißen. Ach, wobei. Nee. Reißen wir nicht ab. Das wird die Krankenstation. Genau. Genau, das wird die Krankenstation hier. So, haben wir wieder eine ganze Menge Holz durchgelassen. Aber ist schön hier. Ja. Das finden wir natürlich jetzt auch schon wieder richtig cool. Was ich jetzt aber ganz dringend brauche, also ich brauche auf jeden Fall jetzt eine dritte Solaranlage. Da habe ich noch genug Eisen und Bauteile, habe ich. Da baue ich nämlich auch noch eine vierte. Schwere Krankheit. Trigger! Bist du behandelt worden? Warum wird der denn nicht behandelt? Weil der Trigger der einzige ist, der das kann. Tortoise machen. Dass die Leute sich auch nicht selbst behandeln, ne? Komm, behandeln den Trigger, weil das kann. Wahrscheinlich ist es aber schon zu spät. Ist zwar jetzt behandelt, aber das wird er wahrscheinlich nicht schaffen. Extreme Schmerzen, bewusstlos. Koma, ne? Ach, ich hätte ihn auch selbst versorgen können, aber wahrscheinlich ist er da ein bisschen zu nicht so gut. So, ist gestorben. Schade. Na gut, dann sind wir jetzt nur noch zu zweit. Dann behalten wir wenigstens die Sachen von ihm. Genau, begrabt ihn mal in den Trigger. Schade, Trigger. War schön mit dir. Was sind denn diese Typen hier? Auf der Durchreise. Trockenfutter. Für Tiere. Und dann können wir hier in dem Raum auch mal die Heizung ausmachen. Und da brauchen wir auch den Strom hier nicht verbrauchen. Auch wenn wir jetzt 4 Solarzellen haben, man muss es ja nicht raushauen. Ich baue aber nichtsdestotrotz nochmal Batterien, dass wir mehr Strom speichern können. Das ist nämlich nie verkehrt, denn wenn mal eine Sonnenfinsternis kommt, hänge ich damit mal ein paar Batterien. Bauteile her schleppt. Ich frage gar nicht nach. Die anderen müssen doch nicht auf Lager haben. Hier liegen doch welche. Die Nahrungsmittelvergiftung, ey, verfolgt mich. Jetzt habt ihr genau die Batterie gebaut. Genau, ihr habt es genau so gebaut, dass es ja nicht auflädt. Voll Deppen, ey. Ja, jetzt braucht ihr eigentlich auch nichts mehr anpflanzen.
Ja, Bäume könnt ihr anpflanzen, genau. Ja, kurz dahin. Nice. Wie gefällt's dir denn? Gefällt dir gut? Mein Rivalstamm, Alter. Abscheuliches Schlafzimmer. Ja, das stimmt wohl. Abscheuliche Umgebung. Ja, die finden das hässlich. Es ist aber... Naja, okay ist es nicht, aber... Nee. Ich muss schauen, wenn ich irgendwo mal irgendwas erwerben kann, so mit Statuen, dann kann man da vielleicht was machen. Was hat der Baum denn eigentlich an? Minus 14 Grad, minus 46. Zieh du mal die Kamellederjacke hier an. Und dann hat er nur noch minus 11. Raumschiffteile, hab ich noch nicht gesehen. So, Freunde der Nacht, wir haben nur noch 14 Essen. So, du wirst gejagt. Oh, wie wehrt sich das nicht? Nein. Sehr gut. Ja, tut mir leid. Aber der Winter kommt. Scheiße, ich hätte die Muffalos vorhin markieren sollen. Das ärgert mich jetzt, dass die sind natürlich jetzt für immer weg. Sind weitergezogen. Aber hier haben wir noch eine ganze Menge Viecher, die können wir auch noch alle holen. Toter Waschbär. Ist natürlich immer nicht viel dran an solchen Viechern, ne? Ja, das war's. Wir sind natürlich jetzt auf der anderen Seite von der Map. Tun auch, was sie können. Ach, der macht sauber. Cool. Keine schlechte Idee, hier mal ein bisschen durchzuwischen. Da liegt noch ein toter Waschbär. Das Trockenfutter kann man wahrscheinlich nicht. Schön. Oh, da haben wir hier. Boah, Alter, hier liegt noch die ganze... Der Müll liegt ja noch rum. Böden, Holzboden. Kann ich da noch mehr bauen? Nee. Ja, Bäume pflanzen ist gut. Bäume pflanzen ist sehr gut. Vor allem die Eichen. Wie gefällt es dir denn jetzt? Freundstab. Sehr gemütlich und geräumiges Interieur. Okay, gut. Ja, das ist ganz vergnügt, der feine Herr. Hat eine gute Zeit. Alter, der Rivale, das ist halt schon fies, ne? Die Jacke eines Toten. Naja, egal. Läuft es irgendwann ab? Nee. Er ist immer ein Pessimist. Ja, damit musst du jetzt leben, dass es hier hässlich ist. Ich stell dir gleich mal ein paar Statuen rein, sobald hier mal irgendwer vorbeikommt. Könnten wir mal noch ein paar Leute gebrauchen. Noch so zwei wären schon richtig cool. Nahrungsmittelvergiftung. Sag mal, Bowman, hast du es nicht langsam eigentlich mal drauf mit dem Kochen? Das kann doch nicht wahr sein. Kochen 2. Oh Mann, ich brauche echt mal jemanden, der richtig gut kochen kann. Schildkröte wurde zahm. Cool. Warum auch immer. So, hey, ich werde jetzt zahm. Okay. Kannst du den Mist hier auch weg tun? Kein frei erreichbarer Lagerplatz. Ach so, ich habe keine Müllabteilung. Deswegen können die den ganzen Mist auch nicht wegmachen. Abfallzone. Abfallzone kann hierher. Wo steht
schläft denn hier? Schläft jetzt keiner, ne? Dann kann man das ja ausmachen. Ausschalten. Danke. Wenn da eh niemand schläft, kann ich mir den Strom sparen. Tortoise, was machst du? Trägt Ratte zu Abfall. Okay, vom hinterletzten Eck. Manchmal weiß ich nicht, was ich mit dir tun soll, Tortoise. Ah, hier könnte man eine Lampe rein, sehe ich gerade. Nur die Heizung erhält den Raum so ein bisschen. Die laden sich auch langsam auf. Oh, ist ja schon 1700 Watt sind angeschlossen. Schon eine ganze Menge. Der Vorteil von dem Design hier. Ey, bist du bescheuert? Wieso legst du das da? Wieso ist das? Ach so, Lel. Niedrige Priorität. Alles löschen. Und bitte in die richtige Zone tragen. Danke. Das ist eine Abfallzone. Ich überlege gerade, was ich da überhaupt reinmachen will. Ja, Brocken auf jeden Fall. Aber eigentlich nur Brocken. Verrottet der? Nee. Also er verrottet, weil es nicht überdacht ist, aber... Okay, cool, cool, cool. Den Wolf würde ich gerne zähmen. Aber es kann niemand, ne? Tierpflege. Schade. So, Bowman, genau, du futterst jetzt erstmal. Ne, Tortoise, du futterst jetzt erstmal was. Und dann trägst du den Waschbär zu Lagerzone 2, ganz genau. Ich könnte die eigentlich mal umbenennen, die Lagerzone hier. Kann man doch bestimmt irgendwie umbenennen, oder? Störung in der Batterie. Ja, komm, reparier die mal. Kann ich das umbenennen? Egal, benenne ich es halt nicht um. Ja, alles läuft gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier Schluss für heute. Ich bedanke mich bei ihm fürs Zuschauen. Speichere wie immer natürlich noch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut und tschüss.